Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal darum, welche Farbschläge es bei Wellensittichen nicht gibt. Also welche Farbschläge nicht vorkommen. Ein Video zu Farbschlägen, die es bei Wellensittichen gibt, habe ich und dazu findet ihr bereits etwas auf meinem Kanal. Kommen wir zur ersten Farbe, die es bei Wellensittichen nicht gibt und die auch ein Mythos ist. Es gibt keine roten Wellensittiche. Diese Farbe kommt einfach in der Natur sowieso selten vor und bei Wellensittichen gar nicht. Es gibt diese Farbe auch nicht im Gefieder, woraus man jetzt diesen Farbschlag züchten könnte. Genauso wie rot gibt es auch keine orangenen Wellensittiche. Natürlich gibt es bei den Lutinus verschiedene Farbabstufungen, also es gibt zum Beispiel ganz hellgelb-weißliche Vögel. Und auch eher welche, die ein dunkleres, kräftiges Gelb haben, aber ein richtiges Orange oder Rot gibt es nicht. Genauso wie Rot gibt es auch keine Magentafarben und es gibt auch kein richtig starkes oder kräftiges Lila oder Violett. Es gibt ein leichtes Lila, das oder Violett, das aus Blau gezüchtet wird. Es gibt aber kein Lila, was Rot-Lila ist. Bei den Rainbow-Wellensittichen gibt es so lila-blaue Vögel. Ich selbst hatte auch einen lilanen, aber einen, wie gesagt, lila-rot-roten Ton gibt es nicht. Welche Farbe bei Wellensittichen auch nicht vorkommt, ist braun oder genauso auch beige. Bei Brauntönen rede ich jetzt von allen Brauntönen von, wie gesagt, hellem Beige über hellbraun bis dunkelbraun. Und genauso wenig gibt es auch schwarz. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel mal einen lilanen Wellensittich und lilane Farben, die möglich sind. Es gibt auch noch welche, wo das Lila etwas kräftiger und stärker ist. Allerdings ist das immer dann ein Blaulila und kein Rotlila. Bei Schwarz meine ich nicht, dass es grundsätzlich nicht die Farbe Schwarz bei Wellensittichen gibt. Im Gefieder, vor allem bei der Wellenmusterung und auch an den Wangenflecken kommt natürlich Schwarz im Gefieder vor, genauso auch bei dem typischen Wellensittichmuster, aber es gibt keine Wellensittiche, die komplett schwarz sind. Und welche Farbe es auch bei Wellensittichen nicht gibt, ist Rosa. Und generell bei den Farben, wo ich jetzt gesagt habe, die gibt es nicht, meine ich Abstufungen von hell bis dunkel. Also ich zähle jetzt hier nicht jeden Farbton der Farbpalette auf, sondern einfach im Allgemeinen. So, das war es jetzt an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und helfen konnte. Jetzt könnt ihr schon mal wissen, welche Farben ihr ausschließen könnt und welche ihr nicht haben könnt. Und wenn euch interessiert, welche Farben es gibt, dann schaut beim anderen Video vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!